welchen Vorteil. Und es ist Wilfried mit Brigitte Potteig, die da auch als Erste in die Südkurve einbiegen. Und dann ist es mit der grünen Rennfarbe, das geht sehr, Mike Frederiksen, Jette Mers aus Dänemark. Und dann Ole Müller mit Cindy Viragos auf der dritten Position. Jawohl. Hier Jan Kemper, Dina Stickling. Und dann unsere Ladies mit Nicole Steiner, Gigi Ölfer. Aber vorne ist es. Also alle drei mit Mädel im Boot und auch Jan Kemper, Sina Stickling und dann das reine Mädchengespann, Nico Starke, Resi Ölper. Ja, Feld zieht sich hier übelst auseinander. Vorne mit 1, Wilfriedes, Brigitte Potteig. Dann aus Dänemark, Mike Frederiksen, jetzt im Erst. Angezeigt auf 3 Ole Müller, Cindy Viragos, Nord Hasstedt und dann vom Demel in Bielefeld, Jan Kemper, Jan Stickling. Ja, letzte Runde für unsere Niederländer, Wilfriedes mit Potteig. Der Name ist Till Lüdinghaus, der mit dem Herrn Fabian Max, der Bundbayerischer Motorsportlauf. Aber er versucht da von außen herum auf Platz 3 bleibt er eng vorne. Es ist Paul Cooper, Stefan Katt und Christian Hülthorst. Hülse halten, Hülse einfach nur halten. Paul Cooper, Stefan Katt, Christian Hülthorst und da ist der Bilder. Niederländer schon hinter einem Belgien Grüt. Angriff jetzt außen auf Christian Hülthorst. Position 3 und 4. Der Weiter auf 2. Christian Hülthorst auf 3. Belgien Grüt auf 4. Dann Fabian Bach, Jens Benecker. Hülse ist noch auf 3. Ist auf Kuhfühlung mit Kati. Stefan Katt. Hülse. Ein Schlenker. Fällt auf 4 zurück. Belgien Grüt auf 3. Vorgefahren. Jetzt macht der Attacker auf Stefan Katt. Auf 4 jetzt. Christian Hülthorst. Bitte, bitte, lass ihn da die entspannte Rille finden, dass er da noch an Kathi eventuell vorbeiziehen kann. Kathi, volle Packung, das wäre die Chance gewesen. Hülde wurde voll abgestrahlt von Wilhelm Grün. Hey, zurück, Hülde fällt auf und auf hier. Vier Runden noch, 2 Cooper. Es ist immer noch Paul Cooper. Es ist Wilhelm Grün. Hülde und Stefan Kathi, beiden beißen. Stefan Katt auf 3, Hülde auf 4, Fabian Wachs und dann Benne Buff. Meine Fresse, vorne das Ding ist durch bei Paul Cooper. Philipp Grüter sollte nichts machen. Letzter Attacke jetzt nochmal. Vorletzte Runde, ich komme sogar durcheinander hier. Paul Cooper, Philipp Grüter, Stefan Katt, Christian Hülthorst, Bein Hülte, Bein, hol dir die Katze. Leck mich doch am Fahrrad, es ist lauter Spannung. Nicht mehr auszuhalten, hier oben auf dem Turm vorne. Paul Cooper, Philipp Grüter. Kommt da auch noch ein bisschen ran. Stefan Katt und Christian Hülthorst auf 4. Was bringt die letzte Ecke? Letzte Attacke von Christian Hülthorst. Innenkante von Christian Hülthorst. Stefan auf der Außenbahn und es zieht Stefan durch. Und Hülthorst auf 4. Vor Jahren hatten wir das auch schon. Dem wäre dann Fabian Wachs. Und dann mit der 54 Julian Biedermeier und das Prüfen, ich hab's gar nicht gesehen.